Wer kennt ihn nicht? Den schnellsten Flitzeigel der Welt. Die Rede ist natürlich von keinem geringeren als Sonic. Und da hat man mir mit freundlicher Unterstützung von Paramount Pictures Home Entertainment diese tolle Box zur Verfügung gestellt. Vielen lieben herzlichen Dank nochmal an der Stelle. Und nach dem Intro packen wir das schicke Teil gleich mal aus. Viel Spaß! So, da ist sie auch schon, die 4K Ultra HD Steelbox Box, Steelbox Box, mit beiden Filmen und da unten sieht man es noch, inklusives Comic-Heft, allerdings in englischer Sprache. Genau so schaut das ganze Teil aus, da sieht man es gleich schon mal ganz schön, die beiden Spine mit dem Schriftzug der jeweiligen Filme. Sehr schlicht und einfach gehalten, wie man es ja in den meisten Fällen ja gewohnt ist. Und dann kommen wir hier jetzt erstmal zur Rückseite. Klar, natürlich der obligatorische Inhalt inklusive dem Bonusmaterial, Filmkommentar von Regisseur Jeff Fowler und der Stimme von Sonic, gelöschte Szenen und Patzer, Sonic nächstes Abenteuer und vieles, vieles mehr. Dann kennen wir es ja natürlich, wie man es ja mittlerweile bei 4K-Material gewohnt ist, die Voraussetzungen, um es eben in diesem Bildformat genießen zu können. 4K-TV, natürlich der Player und die entsprechenden Kabel. Und das Wichtigste eigentlich natürlich zu den Filmen selber, einmal das dementsprechende Bild von 4K und Blu-ray. Und dann auch noch die Sprachen, die fallen diesmal sogar relativ umfangreich aus. Meistens ist es ja in erster Linie Deutsch und Englisch, aber wir haben ja unter anderem noch Französisch, Japanisch, Italienisch und Russisch, in Thai sogar. Ungewöhnlich, aber obwohl bei so einem Film, der ja gerade in den asiatischen Ländern, besonders in puncto Spiele, sehr bekannt ist, darf das natürlich nicht fehlen. Dann natürlich die Untertitel, Heiligsblechler, da haben sie aber so einiges aufgefahren. Von Tschechisch, Dänisch, Koreanisch, Finnisch, Französisch, Rumänisch, Russisch bis hin zu Türkisch. Jawohl, da haben sie sich nicht lumpen lassen. Aber okay, der Flitzeigel ist natürlich in aller Welt bekannt. Man sieht es auch gleich mal im Vergleich zum ersten, beziehungsweise der zweite, geht gleich mal über 2 Stunden. Ich habe den ersten damals, muss ich überlegen, ich glaube nicht einmal im Kino gesehen, sondern nur auf Blu-ray. Im zweiten war ich sogar mit meinem Kleinen und muss dazu sagen, der hat mich sogar besser unterhalten. Ich habe mich am Anfang mit dem ersten ein bisschen schwer getan, fragt mich bitte jetzt nicht warum, aber der zweite hat mich dann komischerweise wirklich überzeugt, hat richtig viel Spaß gemacht, was vielleicht auch an den einzelnen Charakteren lag. Und natürlich Jim Carrey als Dr. Robotnik, wie man ihn halt so kennt. So, dann rupfen wir mal ganz vorsichtig jetzt erstmal die Box auf. Mal schauen, wie es mit dem Aufkleber sich verhält. Okay, den haben sie dann natürlich wieder, ach, den haben sie sogar drauf gedruckt. Okay, kann man sich jetzt drüber streiten. Also ich hätte es besser gefunden, wenn es wirklich so ein normaler Aufkleber gewesen wäre, immer diesen Flatschen da so draufdrucken oder so. Okay, es ist zwar jetzt nur die Hülle, aber na gut, obwohl ich sehe es nicht. Okay, ja, gut. Okay, ich nehme alles zurück. Man kann das natürlich wieder hier schön lösen und der Aufkleber ist natürlich wieder richtig schön fest. So, jetzt haben wir ihn gelöst. Genau. Okay, ich dachte schon, dass das wieder draufgedruckt sei, aber nee. Dann nehmen wir das erstmal hier zur Seite. So, weg damit. So, jetzt kommen wir nochmal zur Box. Ach, der ist doch cool. Der ist echt cool und diesmal passt ja das Design. Wir haben es ja alle mitbekommen, das erste, der erste Versuch, Sonic zum Leben zu erwecken bzw. zu animieren, ist ja kläglich gescheitert. Ja, das ging ja viral, was das in meinen Augen echt hässliche Design angeht. Aber hier ist er endlich mal wirklich getroffen. Genau, hier nochmal an der Seite die Movie Collection, da unten natürlich auch zum zweiten Teil. Und jetzt holen wir erstmal den ersten raus. Einmal Jim Carrey, richtig fiese Visage, sehr, sehr nice und auch wirklich richtig schön detailliert. Ne? Allein die Härchen vom Bart, ne?
Also da haben sie sich wirklich nicht lumpen lassen. Ein richtig freches Gesicht, wie sie es natürlich als Schurke gehört. Also da haben sie sich schon wirklich für den richtigen Charakter entschieden. Der kann sich da so richtig frei entfalten. Also das Design ist wirklich sehr gelungen. Und ganz klar, auf der Rückseite darf selbstverständlich Sonic nicht fehlen. Also ich finde ihn richtig knuffig. Na, lassen wir das alte Design mal ganz schnell hinter uns und konzentrieren uns darauf. Und das haben sie richtig schön hinbekommen. Also da hat sich natürlich der Shitstorm im wahrsten Sinne des Wortes wirklich bezahlt gemacht, dass man den nochmal überarbeitet hat. Und auch da unten richtig schön getroffen. Tolles Blau. Und dann schauen wir jetzt doch mal ins Innere. Vor allem, man muss ja dazu sagen, blau-rot in Kombination. Okay, da sind schon leichte Kratzer, glaube ich, drauf, aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Vielleicht soll das auch so sein überall. Diese Kombination aus diesem Rot-Orange in Verbindung mit dem Blau, gerade hier an der Seite sieht man es ganz schön, gefällt mir richtig, richtig gut. Kann man nicht meckern. Und dann schauen wir doch mal in das Innere. Was haben wir denn hier? Einmal, das ist wahrscheinlich dieser Comic, genau in englischer Sprache. Jawohl, richtig cool. Dementsprechend im Gaming-Stil gehalten. Schönes Retro-Feeling kommt da auf. Ach, das finde ich klasse. Ich bin jetzt natürlich jetzt nicht so der Comic-Leser, aber dieses Goodie, na, dieses Goodie, das hat auf jeden Fall was für sich. Das finde ich sehr gelungen. Also da haben sie sich wirklich nicht lumpen lassen. Könnten sie bei so manch anderen Filmen auch öfter mit beilegen, gerade wenn sie es natürlich auch anbietet, ne, wie manch andere Spieleverfilmung oder Comics. Das ist, finde ich, natürlich immer wieder richtig gelungen. Also, das ist ein nettes Goodie, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. So, dann kommen wir jetzt natürlich noch zu den jeweiligen Scheibchen. Einmal haben wir hier natürlich die 4K, da finde ich es jetzt allerdings ein bisschen schade, dass man sich hier in puncto Aufdruck ja nicht mehr hat einfallen lassen. Also da wäre definitiv mehr drin gewesen, finde ich echt schade. Gerade in der heutigen Zeit gibt es ja eine wirklich richtig schicke Aufdrucke. Das ist so sehr, sehr einfach gehalten. Da bin ich jetzt sogar ein bisschen enttäuscht. Klar, in erster Linie zählt natürlich der eigentliche Film und die restliche Aufmachung, weil das Steelbook selber gefällt mir gut. Da hätte man hier auch ein bisschen mehr herausholen können. Aber okay, schauen wir mal. Vielleicht haben sie es ja beim zweiten Teil besser hinbekommen. Dann hier noch die jeweilige Blu-ray dazu. In Dolby Atmos, verständlicherweise, das Sega-Label. Genau. Und dann kommen wir hier natürlich noch zur Innenseite. Das ist auch wieder zwar relativ schlicht gehalten, aber hier, wie Sonic da Fahrt aufnimmt, finde ich wieder ganz cool mit den Blitzen da unten. Schön detailliert gehalten. Also da kann man wirklich nicht meckern. Echt schön. Also das gefällt mir zumindest schon mal. Also äußerlich und innen des Inlay, ja, durchaus gelungen. Die Scheiben selber, okay, kann man sich drüber streiten. Ich weiß nicht, wie steht ihr dazu? Braucht ihr sowas prinzipiell, so bedruckte Disc? Oder kann es wirklich neutral gehalten sein? Dann schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. Gut, dann sind wir fertig mit dem ersten Steelbook zum Und jetzt Teil. machen wir noch weiter mit dem zweiten. Ist denn da noch mehr drin? Nee, schaut mal her. Finde ich eigentlich auch ganz gut gelöst. Ist auch relativ stabil gehalten. Es gibt ja wirklich so Boxen, die sind ziemlich lapprig, kommen ziemlich lapprig daher. Aber das doch, das finde ich eigentlich ganz gut. Ziemlich stabil. Hat was, der Karton. So. Gut, dann kommen wir hier jetzt noch zum zweiten Teil. Okay, sein Gegenspieler, Knuckles war das, glaube ich. Das finde ich auch mal sehr geil. Schaut mal her. Wow. Das ist mal richtig cool. Ne? Und da auch wieder Farbton Blau gegen Rot-Orange. Schaut's euch an. Also sehr cooles Design. Sehr nice. Die Blitze dann dazu, wirklich richtig schön detailliert. Es schimmert auch so ein bisschen. Doch. Wirklich richtig gelungen. Und ich denke mal, auf der Rückseite ist wahrscheinlich wieder kein geringerer als. Okay, so, nee, doch nicht. Okay, Tails haben wir hier noch, ne? Den schnuckligen Freund, Kumpel von Sonic, der Fuchs,
der mit seinem Schwanz fliegen kann. Genau. So, und da hinten hat sich natürlich wieder Dr. Robotnik versteckt. Was für ein fieses Gesicht. Doch, das gefällt mir sogar noch einen Ticken besser als vom ersten. Schaut mal auch da unten, die Stiefel, die Schuhe mit den Blitzen. Also da haben sie sich wirklich bemüht. Also die Steelbooks können sich wirklich sehen lassen. Das ist sogar noch einen Ticken besser als beim ersten. Schaut mal hier, selbst die Handschuhe da oben. Jedes wirklich klein, noch so kleine Detail. Richtig schön ausgearbeitet. Auch die Farbkombination gefällt mir wirklich innere gut. Und jetzt schauen wir. Okay. Da haben sie das natürlich fortgeführt. Ne? Einheitlich halt. Wie soll es auch anders sein? Ja, also das ist so das, was mich bisher... Was heißt stört, würde ich jetzt nicht sagen. Aber man kennt es ja auch anders. Da hätte man sich wirklich ein bisschen ins Zeug legen können. Diese einheitlichen Scheiben vor allem. Ich habe mittlerweile ja so viele. Die sind echt... Die haben wirklich... Manche zumindest richtig schöne Aufdruckemotive. Aber okay, die... Ja... Die wussten wahrscheinlich, was es damit eben, oder wieso, weshalb, warum sie sich eben dagegen entschieden haben. Denn ansonsten haben sie sich ja wirklich richtig Mühe gegeben bei der Ausarbeitung und bei dem Design. Aber halt die Scheiben, mein Gott, dann sind sie halt ohne Aufdruck. Okay, man kann damit leben. Letzten Endes ist ja auch wichtig, dass der Film überzeugen kann. Und das kann er meines Erachtens. Ich bin auch mal gespannt, wie es mit dem dritten Teil weitergeht. Wann der natürlich jetzt kommen soll, weiß ich noch nicht. Ich glaube, irgendwann in 2-3 Jahren ist da was angedacht. Habe ich aber ehrlich gesagt jetzt nicht weiter recherchiert. Gut, okay, genau. Und dann kommen wir natürlich auch wieder zum Inhalt. Die zwei Bösen gegen die zwei Guten. Es ist halt, man kennt es ja bei den ganzen Spieleverfilmungen, gut gegen böse. Aber ich finde die Gegenspieler, die passen einfach für mich persönlich sogar noch besser als noch beim ersten, wo er sich in erster Linie mit Dr. Robotnik angelegt hat. Hier mit Knuckles und Tails in Kombination. Die beiden Helden gegen die Anti-Helden, wollte ich schon sagen, gegen die Bösewichte. Ne? Also richtig cool. Na? Dann sieht man es natürlich hier, man kennt es ja mit diesen Kacheln. Kennt man ja schon aus den Spielen selber, da haben wir sich ein bisschen abgehoben. Okay, man hätte es auch im Kompletten ausfüllen können, den gesamten Inhalt. Aber ich denke mal, das war schon so gewollt. Von daher bin ich auf jeden Fall von der Innenseite vom Inlay als auch vom Äußeren, ich klappe es jetzt auch nochmal auf, wirklich doch, also sehr schick. Farblich optimal, nochmal zu erwähnen, dieser blau-rot-orange schimmernde Effekt, sehr schön. Dann die Blitze dazu, man sieht sie richtig schön im Licht. Genau, also doch, da haben sie sich nicht lumpen lassen. Bin ich wirklich sehr zufrieden. Einziger Wehmutstropfen ist halt, wie gesagt, die Scheiben selber, dass die halt keinen direkten Aufdruck haben. Aber ansonsten wirklich sehr gelungene Steelbooks. Das zweite sogar noch ein Ticken besser als das erste. So, ich stelle sie nochmal gegenüber. Könnt ihr euch dann ja selber überlegen, welches ihr am schicksten findet, dann noch das Comic dazu und so. Gut, ihr Lieben, dann wäre ich durch mit meinem allerersten Steelbook, Steelbook-Unboxing zu den beiden Sonic-Filmen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr die Steelbooks persönlich findet, welches euch am ehesten anspricht. Und ob ihr denn schon beide Filme gesehen habt oder nur einen, habt ihr es noch vor oder interessiert es euch gar nicht, würde mich auch mal interessieren. Gut, ihr Lieben, dann bin ich weg für heute und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, euer Basti vom Kinoblog. Bye, bye.